herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Widder, du bist natürlich wieder hier, um dir deine Aprilbotschaft bei mir abzuholen, deine Legung auch. Und by the way, bist du ein Aprilwidder, dann wünsche ich dir Happy Birthday. Schau aber bitte vielleicht noch nach im Community-Bereich die Liste. Wenn du jetzt das 13. Sternzeichen mit einrechnen möchtest, das ist natürlich neuzeitlich, der Schlangenträger, er gehört einfach in diese neue Zeit hinein, man sollte ihn nicht mehr verheimlichen, dann schau doch mal nach, ob du eigentlich wirklich ein Widder bist. Wenn du nicht verstehst, was ich hier meine, ich habe am Ende des Videos ein Video für dich, es gibt einen Teil 1, 2, 3 über diesen 13. Aspekt, habe ich verlinkt, dann klick da mal drauf und dann wirst du das auch sehr gerne verstehen. Ja, wieder, ich werde dir natürlich das mediale Bild wie immer zum Vorfeld geben, dann werden wir deine Legung mit diesem wunderschönen Heindl Tarot Deck für dich machen, im zeitlichen Ablauf allgemein Beruf, Finanzen und Liebe und Beziehung. Und ich werde dir von der geistigen Welt, von den aufgestiegenen Meistern hier noch eine Zusatzbotschaft mit auf den Weg geben. Ein magisches Krafttier, das dich im Monat April begleiten wird, lieber Widder. Sollte ein Meister oder ein Engel sich während der Legung für dich melden und sich ankündigen als eine Energie, die dich in deinem Prozess unterstützen wird im April, werde ich das veröffentlichen. Und solltest du ganz, ganz neu hier an meinen Tisch geflattert sein, dann schau dir bitte unten, ja, hat es ganz, ganz viele Dinge über mich, auch speziell meine Webseite, wo du über mich nachlesen kannst, aber ganz speziell auch meine Ausbildung, die ich anbiete und all die Rituale, die ich biete sie dir an, damit du in deinem Transformationsprozess, The Art of Transformation, die Kunst der Transformation, damit du für dich weiterkommst in deinem Leben, lieber Widder. Schau es dir gerne an. Ja, dein mediales Bild war sehr, sehr interessant, Widder. Ich sehe dich ja definitiv immer als den Widder selbst mit seinen wunderschönen Hörnern. Ja, deine Energie war ja auch die Energie von letztes Jahr mit dieser roten, rubinroten Energie des Marses, ja, wir brauchen deine Energie, dass du uns alle in diese Transformation hineinschiebst, ja, damit wir alle auf eine höhere Ebene kommen, damit wir alle aufwachen und in diese neue Zeit, in diese neue höhere Dimension, diese neue Version der Erde und der Matrix hineinkommen. Du bist also immer ein Zeichen, das vorausgeht. Für dich ist Stehenbleiben definitiv nicht unbedingt das Gesündeste. Du schaust immer für dich, dass du in deinem Leben weiterkommst. Du lässt dich nicht gerne von Dingen oder anderen Menschen blockieren auf deinem Weg. Und wenn es sein muss, wirst du definitiv den Kopf nach unten machen und du wirst dich auch mal relativ klar durchsetzen. Das gehört zu dir. Du bist die Energie, die männliche Energie hier in der 3D. Du stehst wirklich für diese Erde, auch für das Männliche, das Vorauskommen, das Vorausgehen, das etwas umsetzen im Leben. Du bist nicht der Typ Mensch, der nur schöne Worte und Träume hat, obwohl auch das schön ist, aber das passt weniger zu dir. Du bist jemand, der es dann auch in die Tat umsetzen wird. Das sind deine wunderbaren Qualitäten, die du auch in die neue Welt mitbringen wirst, lieber wieder. Denn am Ende ist der rote Strahl auch wieder der Strahl, durch den wir gehen, um uns mit dieser neuen Erde zu verankern. Ja, Wurzelchakra. Wunderbar. Ja, wenn dich all diese mystischen Dinge, dieses mystische Wissen auch über die Strahlen, über die aufgestiegenen Meister, über das magische Wissen auch, wenn dich das alles interessiert und du fühlst schon jetzt, woher weiß die Freya das alles? Ja, ich arbeite seit 36 Jahren
mit den aufgestiegenen Meistern. Ja, ich habe ein sehr großes mystisches Wissen und es wurde für mich jetzt auch Zeit, dass ich das anderen beibringen kann. Ja, du wirst Zertifikate bekommen und du kannst ein Meistermedium, einem Masterpriest oder ein Hohepriester werden in deinem Leben. Ja, das heißt, du stellst deine wunderbare Energie, die du hast, und du hast, weiß Gott, viel als Feuerzeichen, stellst du in den Dienst einer höheren Sache. Wenn dich das berührt, dann schau unten bitte auch meine Ausbildung noch an. Aber lass uns jetzt in dein mediales Bild starten. Und zwar sah ich dich im Aston Widder. Und ich sah diese zwei Hörner. Es war ein kurzes Bild, aber ich glaube sehr eindrucksvoll. Und ich sah, wie zwischen dem linken und dem rechten, oder dem rechten und dem linken, ja, das rechte zum linken, ein Regenbogen entstand. Ja, das ist ein Zeichen der neuen Welt. Regenbogen, Regenbogenkrieger, eine riesen Facette an Talenten und Energien steht uns da zur Verfügung. Und ich sah, wie ein Regenbogen dort sich entwickelte, von einem Horn zum anderen. Und dann sah ich ein lichtvolles Wesen. Das könnte ein Engel sein, es könnte aber auch dein eigenes höheres Selbst sein. Und ich sah einen Krug. Und ich sah, wie dieses Lichtwesen ganz etwas in diesen Regenbogen hineingoss. Es kam mir vor wie Wasser. Aber wahrscheinlich ist es das Wasser der heiligen Quellen, das heilige Wasser des Lebens. Was auch immer dieses Bild dir sagt, lieber wieder, lass es mich wissen in den Kommentaren. Ich habe das Gefühl, dass du hier eine Verbindung erschaffen hast zwischen Verstand vielleicht und Herz, zwischen Verstand und Gefühl oder zwischen der 3D und der 5D. Und dass dir hier ganz, ganz viel Wissen eingegossen wird für den Monat April. Was auch immer es ist, lass uns auch sehr gerne mal in deine Legung schauen, bitte. Wieder, bitte, Monat April. Allgemeine Ebene, Monat April für unseren Widder. Ja, also du, wenn du das erste Mal hier bist, lieber wieder auf meinem Kanal, an meinem Tisch, wirst du feststellen, dass meine Legung vom medialen Bild bis zum letzten Wort sich meistens um genau die eine selbe Sache drehen. Vielleicht ein bisschen in verschiedenen Varianten, aber es bleibt immer beim selben Thema. Was bedeutet, dass ich absolut in Tune bin mit der Information, ja, die der Kosmos, die aufgestiegenen Meister auch dir hier geben wollen. Und wie gesagt, ich habe noch gesagt, ich sehe das so einfließen, diesen Regenbogen, und ich sehe hier, das ist Ende März, jetzt Anfang April, hast du die Tochter der Kelche im Norden, Prinzessin der Kelche. Das ist die Göttin Brigitte von Irland. Und ich weiß natürlich einiges mehr über diese Göttin, aber ich weiß auch, dass das eine sehr, sehr geehrte Göttin ist dort. Sie steht nämlich für das Leben und die Fruchtbarkeit. Und du siehst auch die Farben hier, ganz leicht Regenbogenfarben. Sie steht natürlich für ganz tiefe Verbindung auch zu deiner Seele und deinen Gefühlen. Ja, und das ist hier irgendwie geschehen bei dir oder ist genau im Prozess. Auch schön diese Steine, ja, natürlich stehen für die Ahnen auch hier. Aber Brigitte ist eine Göttin des Lebens, der Fruchtbarkeit, des Lichtes auch, des Reichtums und so weiter. Und sie ist hier, diese Energie ist in dein Leben, in dein Bewusstsein getreten. Und wenn ich sage, ich habe diese Figur gesehen, dieses lichtvolle Wesen, der dir das hier einfließen lässt, dann könnte das definitiv ein Meister sein, der mit dir in Kontakt tritt im April. Ich werde es dir wissen lassen, wenn ich weiß, wer. Oder es könnte wirklich dein eigenes Meisterbewusstsein sein, dein höheres Selbst, dieser Hierophant, den wir alle bereits sind. Wir sind Priester. Ja, wir haben alle dieses Wissen.
Wir sind Meister, Götter, Magier, wo auch immer unsere Talente sind. Aber du hast Mitte April den Hierophanten. Und der Hierophant steht eindeutig für einen spirituellen Lehrer oder Meister. Ja? Oder dein eigenes Meisterbewusstsein. Du wirst hier ein Schlüsselerlebnis bekommen mit dem Hierophanten. Du siehst, er hat hier diesen Schlüssel mit diesen drei Zacken in der Hand, weil der Hierophant und die Hohepriesterin sind Schlüsselhalter. Was heißt das? Das heißt, wir haben Zugriff auf die Akasha, auf deine, auf diese, die diese Erde betrifft, auf diese, die dieses Universum, also diese Dimension, dieses unsere Galaxie betrifft und das Universum. Das sind weise, weise Menschen, weise, weise Geister und oft eben auch aufgestiegene Meister, von denen ich ein Leben lang gelernt habe. Ich habe nie von einem Menschen, also von einem inkarnierten Guru oder was auch immer, wie wir sie nennen wollen, gelernt. Ich ging immer in die geistige Ebene. Und ich bin heute da, wo ich bin. Und ich habe sehr viel weiterzugeben an Wissen. Wenn ich jetzt sagen müsste, das ist Sternzeichen Stier, das ist auch der Planet Venus, ja. Und hier im Sternzeichen Stier, 11. Strahl, ist ein Portal von Lady Rowena, wo für die göttliche Liebe steht. Durch dieses Portal müssen wir, wenn wir den Aufstieg machen wollen, am Ende noch durchkommen. Das ist auch eines der schwierigsten, denn es ist das Herzchakra. Vielleicht dreht es sich hier um göttliche Liebe für dich auch oder auch Thema Liebe. Der Hierophant steht ja auch für Seelenverträge, für Seelenverbindungen, für Zwillingsflammenverbindungen, ja, auch oder auch für eben Heirat. Und damit ist nicht unbedingt die irdische Heirat gemeint, sondern die kosmische, die mit deiner Zwillingsseele. Du bist bereits verheiratet. Jeder von uns hat eine Zwillingsflamme. Wir sind Ergänzungen. Oder eben für ein Lehrer, was auch immer hier stimmig ist für dich. Ich glaube, du bekommst hier eine kosmische Eingabe. Sei also aufmerksam. Und gerade an deinem Geburtstag selbst solltest du in die Ruhe gehen. Ich weiß, wir feiern meistens Partys oder sonst irgendwas. Mach doch das mal am Abend. Aber sei am Tag mal ganz aufmerksam. Und geh in Meditation oder in Stille, damit das ganz neue Wissen hier in dich einfließen kann. Weil eins ist klar, Ende April, Anfangs Mai hast du hier die quälenden Gedanken. Siehst du, die Gedanken. Und ich glaube lieber wieder, dass du oft zu fest in den Gedanken bist. Weil darum auch kommt der Regenbogen von der rechten Seite, Hirnhälfte, zur linken. Das heißt vom männlichen in den weiblichen intuitiven Part hinein. Ich glaube aber auch, dass wenn du hier dieses Geschenk entgegennimmst, diese quälenden Gedanken sich ändern werden. Ich möchte mal gerne hier eine Zusatzkarte ziehen, was diese Gedanken sind und was sie sich drehen. Spirit, bitte. Ja, genau. Genau. Wow. Ich habe Gänsehaut von oben bis unten. Schau, es geht um deine Befreiung. Der Narr ist ein erleuchteter Meister. Ja, man kann ihn Narr nennen, weil er einfach weiß, ich bin alle. Ich kann alles sein, was ich will. Ich bin völlig frei. Frei von Karma, frei von Vorstellungen. Ich habe diesen Sprung über diese Klippe getan, weil ich einfach so im Vertrauen bin, ins Leben selbst, in mich selbst auch. Auch wenn ich diesen Sprung über diese Klippe nehme und ein ganz neuer Mensch werde, werde ich daran definitiv nicht sterben. Im Gegenteil. Auch hier haben wir wieder den Schwan, was auch wieder ein Zeichen der Göttin ist. Ja? Du willst dich befreien von diesen quälenden Gedanken hier. Und du fragst dich, wie schaffe ich das? Vom Kopf in diesen Hierophanten zu kommen, in diese tiefe Weisheit in mir und Ruhe und in diesen Frieden. Wie komme ich dahin? Von meiner Seite aus kann ich dir eventuell zwei Dinge empfehlen. Als erstes vielleicht hier einmal eine Freischneidung zu tun mit Erzengel Michael.
biete ich unten an. Du hast auch ein kurzes Video dazu. Und eine freie Schneidung, schau, 222 Euro. Ja, ja. Dauert eine Stunde, dieses Ritual mit mir online. Aber du musst mal sehen, was dir das bringt. Ja, eine Freischneidung tut man nicht jeden Tag. Das ist nicht gut. Eine Freischneidung macht man vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Eine Freischneidung kann man auch einmalig machen und man kann das gesamte Karma bis zur ersten Inkarnation zurück auflösen. Alle Energiebänder, die dich noch an irgendwelche Beziehungen binden, alle negativen Verbindungen, alles kannst du lösen. Also entschuldige, aber willst du mir da sagen, dass 222 Euro viel Geld ist? Nein, das ist es definitiv nicht. Also wenn du fühlst, Freischneidung machen, melde dich. Der andere Weg hier wäre ein Seelenscanning. Wenn du wissen willst wieder, wer bin ich? Woher komme ich? Was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Was ist mein Meisterbewusstsein? Warum bin ich jetzt genau hier? In dieser wichtigen Zeit, dann ist hier ein Seelenscanning für dich angesagt. Auch derselbe Preis, aber schau, du wirst ankommen. Schau, was das dir alles für unglaublich wichtige Antworten gibt. Weil erst dann kannst du ja eigentlich erst wirklich anfangen, diesen Weg zu gehen, den du gehen willst. Und ich bin eine Hohepriesterin und ich kann das für dich tun. Ich habe einen Schlüssel. Also schau es dir an. Das ist, was ich hier ganz klar fühle, was ich dir hier auf deinem Weg bieten kann. Was hier auch eventuell richtig wäre. Nicht eventuell, es ist richtig. So, Punkt. Jetzt will ich schauen, Finanzen und Beruf. Was genau quält dich hier? Dieser kleine Teil, es ist ja eine kleine Arkana. In welchem Bereich liegt es? Finanzen, Beruf. Also Beruf, Finanzen ist es nicht. Ich glaube, du weißt, wohin du willst. Ich habe Ende März, Anfang April ganz klar mit dem 6 der Münzen, 6 der Steine Daseinsgenuss. Also du genießt dein Dasein und ich glaube, die Finanzen sind auch okay für dich. Ja, aber ich glaube, du hast hier aber dennoch eine Idee Mitte oder ein Energieschub, lieber wieder Mitte April, wo du dich gezielt, vielleicht bist du deshalb auch sehr stark hier im Kopf, vielleicht ist es etwas, was du auch beruflich und finanziell völlig neu planst oder neu lernst und du musst deine Energie in den Gedanken halten, im Sinne von dich wirklich darauf fokussieren, dass das auch ein Erfolg wird. Und das wird es, weil das ist die Karte des Triumphes, lieber wieder. Und ich glaube, das ist sogar, nein, es ist Löwe-Energie, aber es ist definitiv Feuer-Energie, ja. Und 6 Schwerter, 6 ist immer eine Zahl der Manifestation. Also du wirst hier auch finanziell und beruflich etwas super Gutes manifestieren. Es kommt hier vielleicht sogar eine super Gelegenheit von außen auf dich zu. Vielleicht im Sinne auch mit einer Person hier, mit dem Prinz der Stäbe hier. Auch Feuerenergie. Krishna, ja, ist auch eine sehr väterliche Energie. Könnte vielleicht sein, dass hier dein Vater auch eine Rolle für dich spielt, finanziell oder beruflich. Muss aber nicht. Ich habe das Gefühl, das bist du selbst. Ich glaube, du spielst hier die Flöte der Finanzen super gut, lieber Ritter. Ich glaube, du musst auf diesem Weg bleiben. Wie gesagt, es könnte dir noch eine super Chance dir gegeben werden vom Leben. Sei aufmerksam, weil schau, die Kombi ist klar. Die 9, ja, wir bringen alles runter in die Materie. Und die 6 im Sinne von, alles geht dann wieder hoch in den Kosmos. Hier ist ein Kreislauf. Hier kommt was und es führt mit Energie zu etwas Wunderbarem hier, zu einer super Gelegenheit mit dem Prinz der Stäbe. Ja, wunderbar hier. Finanziell, beruflich. Mach dir also hier definitiv nicht diese Gedanken. Sollten das die Gedanken sein, die dich hier quälen.
Ich habe jetzt bei dir nicht das Gefühl, dass es sich hier um eine spirituelle Arbeit handelt, könnte mich aber irren. Normalerweise, wenn ich hier sehe, dass der Mensch sehr, sehr auf dem spirituellen Weg auf der Suche ist, hier auch beruflich und finanziell, vielleicht auch hast du ein eigenes Geschäft, wo du Heilarbeit anbietest. Meistens würde ich hier auch empfehlen, definitiv meine Ausbildung, wie gesagt, anzuschauen. Du bekommst ja auch Zertifikate, das heißt, du darfst nachher auch ausbilden und da kommt ja auch Geld rein. Vielleicht interessiert es dich hier, ich habe eher das Gefühl, dass das im Moment vielleicht nicht dein Weg ist, dass das nicht mit spiritueller Angelegenheit zu tun hat, sondern eher mit was finanziellem, Bankbereich, etwas sehr Erdiges, vielleicht bist du ein Handwerker oder eine Handwerkerin, eher in diesem Bereich. Ja. Bin jetzt gespannt. Oder es könnte auch sein, dass du im psychologischen Bereich hier arbeitest. Sehr viele Schwerter. Vielleicht hast du hier gemerkt wieder, weil Psychologie ist sehr verstandesorientiert. Ich habe auch psychologisches Coaching gemacht und es ist sehr, sehr, sehr theoretisch, sehr verstandesorientiert. Man hat halt seine Konzepte, seine Richtlinien, wie man da vorgeht. Aber nicht nur, es kommt darauf an, welche Form von Psychologie man dann auch studiert, ob man eben auch die allumfassende, wo Körper, Geist und Seele auch noch beinhaltet. Aber vielleicht hast du hier auch gemerkt, dass du an einen Punkt der Erschöpfung irgendwie kommst. Und vielleicht suchst du hier auch irgendwie nach einem neuen Job, der etwas leichter ist für dich. Ist einfach, was ich hier noch ein bisschen hineingefühlt habe. Muss nicht stimmig sein, wie gesagt, sind allgemeine Legungen und Botschaften. Sollte es nicht stimmig sein, schau dir bitte Aszendent, Mond und Venuszeichen noch an und eben schau, bin ich wirklich ein Widder im Sonnenzeichen. Kann nämlich sehr viel verändern. Ja? Vielleicht war der Widder bis anhin gar nicht immer so stimmig für dich. Genau. Am besten abonnierst du den Kanal, ja? Dann verpasst du hier natürlich auch nie ein Video, speziell wenn du die Glocke drückst. Wir kommen jetzt ins Thema Liebe und Beziehung. Bitte. Für den Widder bitte Liebe, Beziehung. April. Ja, April macht, was er will. Warum sage ich das? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du dich im April ganz stark, egal in welchem Bereich es ist, ein bisschen auf dich selbst konzentrierst. Eben. Auf diesen Hierophanten hier. Was gibt mir der Kosmos für eine Info? Welchen Weg soll ich gehen? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und was zeigt mir das Leben, wie ich das tun soll? Ich glaube, du bist tatsächlich auf dich und deine Unabhängigkeit konzentriert. Ich weiß nicht warum. Aber auch hier, schau, habe ich wieder diese Vater-Sohn-Kombination. Vielleicht ist dein Vater tatsächlich eine wichtige Person in deinem Leben. Ja? Vielleicht hast du aber auch hier mit deinem Vater ein starkes Karma. Vielleicht war er eben auch eine sehr schwierige Person in deinem Leben. Vielleicht ist dein Vater bereits in die Anderswelt gegangen. Und du hast unaufgelöste Dinge hier. Könnte auch sein, ich fühle, das wäre für gewisse wieder hier richtig. Das ist für mich kein Problem. Ja, dann nehmen wir Kontakt auf. Wir können Vergebungsritual machen. Ich werde hören, was dein Vater dir hier sagen möchte. Auch unten Vergebungsritual. Das muss aber nicht sein. Es kann sein, dass du hier ein inneres Upgrade mit dir selbst macht, dass du einen Reifeschritt hier machst. Ja, du wirst natürlich ein Jahr älter, weil du Geburtstag hast, aber ich spreche nicht von dem. Ich spreche von diesem Hierophanten. Irgendetwas geschieht in deinem Bewusstsein wieder, wo du dich auch in Sachen Liebe und Beziehung völlig veränderst, im Sinne positiv. Du wirst hier viel, viel reifer, wie du die Dinge hier in deiner Beziehung anschaust, mit dem Asterschwerter.
Du bekommst hier definitiv mit dem Asterschwerter eine Klarheit. Und zwar wird das Mitte April für dich geschehen. Das ist immer eine Chance zu klären. Vielleicht musst du Beziehungsfragen für dich selbst klären. Beziehungsweise, vielleicht musst du Beziehungsfragen hier für dich klären, mit deinem Partner, entschuldige, die einfach anstehen, die du weißt, das muss angesprochen werden. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Es kann auch sein, dass dir hier dieser Hierophant eine Eingabe gibt, eben. Und durch das, dass wir in die göttliche Intelligenz kommen, mit dieser Schwingung zu einem höheren Bewusstsein, siehst du vielleicht auch, was deine Beziehung, das muss nicht immer ein Partner sein, es kann Familie sein, Freunde, wie die wirklich ticken. Beziehungsweise, du siehst da viel, viel klarer. Ja. Und auch wenn du einen Partner hast, du siehst plötzlich sehr klar durch hier. Und ich würde tendenziell sagen, ja, weil hier hatten wir Ende März, Anfangs April den Sohn der Kelche im Norden, den Parzival. Es ist aber ein Prinz. Es könnte hier eine Vergebung sein, es könnte ein Vergebungsgespräch sein, es könnte eine Einladung zum Date sein, wenn du Single bist, ja. Auf jeden Fall, der Ritter, also der Prinz, ist eine Energie der Emotionen, Kelche, Wasser hier, die ganz klar bereits hier ist. Es ist nicht wie ein Ritter, der dir was gibt oder bringt, sondern du bist in diesem Sinne hier nicht unbedingt aktiv. Ja, du hast zwar hier definitiv viele Gefühle, aber ich fühle, dass du nicht das Gefühl hast, dass du auf diese Person zugehen solltest oder musst oder genau, sondern dieses Gefühl, diese Gefühle in dir sind bleibend. Ja, das weißt du, dass du das fühlst hier. Ich weiß nicht, ob ich das klar ausgedrückt habe. Lass es mich wissen in den Kommentaren. Und ich glaube, darüber willst du kommunizieren. Es kommt auch Klarheit hinein und eine Chance der Klärung hier spätestens Ende April, Anfangs Mai. Und hier haben wir eben den Ritter, Ritter der Schwerter. Auch die wunderbare, schöne rote Sonne, die natürlich ein Portal darstellt. Das Portal in die Sonne und die Sonne be bedeutet ja auch Bewusstsein. Also hier wird dir einiges bewusst werden über dich selbst wieder und über deine Beziehung oder Beziehungen. Wohin diese Klärung, weil der Ritter bringt, das wird auf dich zukommen wahrscheinlich. Eine Einladung oder zum Gespräch hier. Oder Spirit wird dir diese Klarheit geben. Sie kommt auf dich zu in Form von Energie. Oder eines Menschen. Wohin das führt, das kann ich dir jetzt hier nicht sagen. Weil ich denke, das wird tendenziell im Mai dann geschehen. Schau also die Mailegung oder du buchst hier halt sehr gerne mit einer Wartezeit von etwa einer Woche. Also buche es schnell, ja. Melde dich schnell bei mir. Kannst natürlich eine private Legung auch hier buchen. Dann würden wir sehen, wo das dich hinbringt in Sachen Beziehung und Liebe. Lass mich, wie angekündigt, dein magisches Krafttier hier noch geben. Wie gesagt, lieber Ritter, ich habe das Gefühl, dass hier die geliebte Lady Rowena in deine Legung gekommen ist. Sie hat eine sehr wunderschöne rosafarbene Energie. Sie ist eine unglaublich starke Meisterin, obwohl sie für die göttliche Liebe steht. Was heißt hier obwohl? Weil am Ende, lieber wieder, gibt es ja nichts Stärkeres als die Liebe selbst. Und Rowena ist eine absolute Powerfrau. Power, weibliche Power, Macht pur.
Sie hatte super interessante Inkarnationen, zum Beispiel auch als Jeanne d'Arc. Und ich glaube, sie führt dich hier durch diesen Prozess hindurch. Der Prozess durch dieses 11. Portal in deine eigene göttliche Liebe hinein, wo nämlich du die starkste Verbindung hast zu deinem eigenen Meisterbewusstsein. Ja. Weiß nicht, wo diese quälenden Gedanken herkommen, sag es du mir aus in den Kommentaren, könnte auch Karma sein. Ja, Elefant. Wow, wow, wow. Dein Krafttier, dein magisches für Monat April ist der Elefant, lieber wieder. Also ich liebe Elefanten. Ist auch sehr stark für mich ein Zeichen von Krishna. Ja. Sehr ein buddhistisches Zeichen auch. Ist für mich halt so. Ich weiß, ja, genau. Weil ich war ja auch in Thailand und dort wird der Elefant ja sehr, sehr, sehr verehrt, eben als diese Weisheit auch. Wieder. Geduld. Das ist mit Sicherheit nicht ganz deine Tugend wieder. Ist nicht böse gemeint. Also, und Feingefühl, ja, da muss ich selbst manchmal noch lernen. Ich bin zwar kein Widder, ich bin Schlangenträger, aber ich bin manchmal auch so ein bisschen nicht feinfühlig mit den Worten. Genau, bin ich auch noch am Üben. Also, Feingefühl, Geduld, obwohl, Gelassenheit, Macht, Mitgefühl, Stärke, Verantwortung, Weisheit. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist das Motto des weisen, geduldigen, feinfühligen Elefanten. Er zieht friedlich seine Wege, sorgt aufopfernd für seine Familie und spielt seine Kraft und Größe nur dann aus, wenn er sich oder seine Lieben bedroht fühlt. Als Krafttier zeigt er dir, wie du gelassen deinen Weg gehen kannst, immer in der Gewissheit, dass deine innere Größe und Stärke dich durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleiten und niemand dich aufhalten kann, wenn du es nicht willst. Und ich glaube eben, dass dieser Narr, wo wir hier in Kombi mit diesen quälenden Gedanken haben, genau dieser Zustand ist, wo du hin willst, diese Gelassenheit zu bekommen. Indem du begreifst, meine Gedanken sind nicht meine in den meisten Fällen. Gedanken sind nur wie Bubbles, die hochsteigen und irgendwo verplatzen. Denke daran, wir werden geformt, wieder von Kind auf, werden uns Gedanken immer eingetröpfelt und am Ende ist es, nehmen wir sie an, als wären es unsere eigenen. Aber oft ist das nicht so. Schau dir mal deine Gedanken an, beobachte sie von einer Distanz und schau mal, in welchen quälenden Gedanken du dich befindest, wo eventuell überhaupt nichts mit deiner Situation und deiner Realität zu tun haben. Ja. Das sind alles Dinge, die lernt man bei mir in der Ausbildung. Und ich meine auch, dass wir es umsetzen. Wir reden nicht nur davon, sondern das ist eine Wichtigkeit, die wir als Priester und Hohepriester und als Medium. Wir müssen das können. Sonst können wir kein Medium sein, erstens, weil man muss ja von sich wegtreten können. Wir können unseren Dienst auch nicht in eine höhere Sache stellen, solange wir nicht loslassen können von uns selbst, was sprich meistens Ego ist. Ja? Ich will dir etwas ganz Persönliches hier anvertrauen, lieber wieder. Als ich in Thailand war, hatte ich eine Erleuchtung, aber gleichzeitig auch wie eine Krise. Im Sinne von, ich habe gemerkt, ich brauche irgend noch so einen kleinen Schritt zu tun. Und ich ging in Meditation am Meer, alleine. Und da sagte eine Stimme zu mir, und ich bin überzeugt, es war einer meiner größten Vorbilder, Krishnamurti, wo ich sage, das ist definitiv ein aufgestiegener Meister, sagte zu mir, du musst loslassen.
Und ich habe gefragt, aber von was? Und er hat zu mir gesagt, von dir selbst. Wo? Und glaub mir, ich habe das die ganze Zeit in Thailand geübt. Zu dir zurückkommt, lieber wieder, der Elefant, der sogar einer Maus ausweicht, um sie nicht zu verletzen, macht es dir vor. Nimm dich selbst, deine Umwelt und die Menschen um dich herum mit Feingefühl und Mitgefühl wahr und behandle dich und andere rücksichtsvoll und liebevoll. Affirmation: Alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, steckt bereits in mir. Wow, was für ein kraftvoller Abschlusssatz hier steckt bereits in mir. Das ist richtig. Du bist bereits ein Meister, jeder von uns. Wir haben es nur vergessen. Und du gehst auf deinen Weg. Du willst diesen Meister treffen. Wow. Wieder, was für eine Legung. Ich bin völlig geflasht. Ich danke dir hier, lieber wieder, für alles, was du mir entgegenbringst. Alles ist nützlich für mich. Ein Like, ein Kommentar, eine kleine Spende. Werde ein Kanalmitglied, lerne mich persönlich kennen, wo ich genau solche Ereignisse in meinem Leben mit dir teilen werde. Komm ans Freya-Fest am 13. September in Ostdeutschland. Natürlich, Freya kommt von Ostdeutschland. Freitag. Der 13., die neue Erde wird dann geboren sein. Das ist der absolute magische Moment, wo wir alle in die neue Welt gehen. All jene, die erwacht sind, 13. September, Freitag. Werden noch Infos dazu kommen. Ich freue mich, dass ich dich persönlich kennenlernen darf. Natürlich auch in einer Session, in einer Ausbildung. Und ich wünsche dir hier jetzt ganz viel Licht und Liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und wieder. Bis bald. Tschüss.